Servus und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute aus einer anderen Location. Und jetzt sind wir mal bei mir. Jetzt waren wir schon beim Johannes, jetzt waren wir schon bei dir. Richtig. Und jetzt sind wir auch mal bei mir. Und was wir heute vorhaben, ist ein bisschen challengen. Mal ein bisschen was gegenseitig abverlangen. Und was das genau bedeutet, erklärt euch der Alex jetzt. Genau so ist es. Also wir wollen ja jetzt dann ein bisschen in die Stadt gehen, vielleicht nur ein bisschen durch den Wald, je nachdem wie das Licht dann ist. Und da hat jeder von uns eine bestimmte Zeit, also im Prinzip 5 bis 10 Minuten. In der Zeit wird einer fotografieren und der andere filmt und danach wird durchgetauscht. Und ihr könnt es dann sogar mitbewerten, also die Leute, die uns auf Instagram verfolgen, die sind eh immer in der Videobeschreibung unsere Kanäle, da könnt ihr im Prinzip bewerten. Und es wird jetzt endlich mal geklärt, wer der bessere Fotograf ist. So. Natürlich! Das wird jetzt echt witzig und ich bin schon echt gespannt. Und jetzt geht's mal los. Wir packen noch unser Zeug ein und dann starten wir auf jeden Fall los. Genau so ist's. Bei der ersten Location angekommen. Da haben wir jetzt einen schönen Sonnenuntergang, da haben wir ein bisschen Waldgegend. Das ist eigentlich ganz nice und da startet jetzt unser erstes Battle. Ich fange an. Ich habe jetzt genau 5 bis 10 Minuten Zeit und dann kommt der Philipp dran. Und der Philipp startet mal seinen Timer. Die Uhr läuft. Let's go. Okay. Ja, was sagen die Bilder? Was ist jetzt momentan die Ausbeute? Ja, der Baum hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ja, der Alex ist jetzt gerade noch am Shooten und ich sitze hier auf der gehobenen Position, auch wie beim Fotobattle. Das ist einfach meine Position. Ich kann Ihnen helfen, der Alex, so. Der shootet hier fleißig rum. Bin ich echt ein richtiger Fotokönig. So, ich habe jetzt die Zeit mal gestoppt, weil wir uns jetzt ein bisschen verquatscht haben und den Gimbal noch verräumen müssen haben. Und der Alex hat jetzt noch 2 Minuten und jetzt müssen wir zu der anderen Location noch laufen. Und jetzt let's go, also und ich bin echt gespannt so. Also Alex, du hast jetzt noch genau 1 Minute Zeit oder 40 Sekunden Zeit. Okay. Also dann, let's go. Ja, einfach schon über der Zeit. 12 Minuten 40. Ah. Aber trotzdem, ja, das war's. Was sagst du dazu? Ja, bist du zufrieden? Also oben war es eigentlich ganz geil mit dem Baum und auch so generell, was wir so für führende Linien gehabt haben, aber da unten, da habe ich mich jetzt noch nicht ganz zurecht gefunden. Das war jetzt einfach ein bisschen zu wenig Zeit tatsächlich. Aber ja. Mein Gott, so ist es. Du kannst ja in der Stadt noch was reißen, also das ist das klar. Auf jeden Fall. Also und bin ich dran, oder? Du bist dran. Gib mir die Kamera. So, der Philipp ist schon ausgerüstet. Kamera hat er. Jetzt wird nur noch der Timer gestartet. Und die Zeit läuft, Philipp. So, Philipp ist immer noch fleißig am Shooten. Ja, im Hintergrund kann man irgendwo sehen. Aber viel Zeit hat er nicht mehr. Es sind jetzt noch genau
20 Sekunden, Philipp. So, Philipp, das war's. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt echt schwierig, so auf so kurze Zeit einfach so viele Fotos zu machen, beziehungsweise irgendwie sagen, ja. Ja, fühl dich. Er steigt einfach irgendwo ins Opfer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so geil, oder? Edle Location, also. Ja. Schon echt wild, wie so Alice im Wunderland, also. Sehr geil. Also hätte man schon mehr machen können, wenn man mehr Zeit gehabt hätten. Ne? Ja, safe. Zum Beispiel der Bauer. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt mit dem Weitwinkel sieht, aber ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Ist schon sehr geil. Also den würde ich jetzt noch fotografieren, wenn ich Zeit hätte. Ja. Naja, dann ab in die City, oder? Yes, ab in die City. So, wir sind jetzt, haben wir jetzt schon an der nächsten Location. Da im Hintergrund kann man schon ein bisschen sehen, viele Lichter. Also es wird eigentlich ganz nice. Es ist jetzt zwar schon stockmal finster, aber ich glaube, das ist jetzt gerade die Challenge, dass wir jetzt da ziemlich gute Bilder rausholen. Ich fange dieses Mal an und der Philipp stoppt die Zeit. Na du, Alex, 5 Minuten hast du noch. 5 Minuten. Einfach hier noch 10 Sekunden. 10 Sekunden, ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Aber jetzt war ganz nice. War echt nice. Gerade da der Würfel. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Ah, krass. Aber ja, ich hätte gerne noch mehr Zeit gehabt, da habe ich jetzt gerade noch was gesehen. Aber that's it. Das jetzt war's. Ist der Philipp dran. Let's go. Viel Spaß. Sehr geile Idee, Philipp. Respekt. Da bin ich leider nicht drauf gekommen. Wir haben eine Halbzeit. Gib Gas, gib Gas. Schaut von der Zeit her aus. Ah, Philipp, die Zeit läuft. Zwei Minuten. Das Problem ist, ich muss ganz nach unten, weil sonst bin ich die Treppe nicht komplett drauf. So, jetzt habt ihr gerade noch die letzten Shots von Philipp gesehen. Und es war jetzt noch mal ein richtiger Struggle am Ende. Ja. Aber ich glaube, das zeigt so, sich so ein bisschen über das ganze Video, wie so ein Battle abläuft. Und wir hoffen auch, dass wir es gut rübergebracht haben. Aber trotzdem extrem krasser Footage rausgekommen. Und safe. Und das seht ihr jetzt auf jeden Fall noch. Da sind wir echt gespannt, wie da eure Meinung ausfällt. Wir sehen uns ja jetzt erst einmal im Edit, wie so die Shots geworden sind. Und nehmen wir euch auf jeden Fall mit dabei. Genau so ist es. Ciao. So Leute, jetzt befinden wir uns noch im Edit. Ich zeige euch ein wenig, wie ich meine Bilder bearbeitet habe und was dabei so rausgekommen ist. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal gleich mit. Also da beim ersten Bild, da wollte ich es so haben, dass man da jetzt im Prinzip schöne warme Töne hat vom Sonnenuntergang. Der war gar nicht so krass, also den habe ich tatsächlich ein bisschen stärker gemacht, wie er eigentlich war. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Am Anfang fand ich aber auch ganz cool, weil da so wieder die Bäume ein bisschen im Unscharfen reinragen. Und man hat so eine richtig schöne führende Linie nach hinten. Also da mache ich es ja so, dass ich jetzt hier zum Beispiel so eine ganz minimale S-Kurve reinbringe.
Das bedeutet, dass ich in die Tiefen quasi hier ein bisschen reinziehe. Und das macht das Bild einfach gleich viel dynamischer und bringt einfach das viel besser raus. Das ist eigentlich richtig cool drin. Da haben wir jetzt den Regler Color Grading. Wenn ich den jetzt mal deaktiviere, dann sieht man eigentlich gleich, was jetzt der gemacht hat. Da habe ich jetzt den Blauton wesentlich mehr ins Aquamäßige reingezogen, weil ich einfach den Look Orange and Teal ziemlich cool finde. Das Gebäude war so richtig schön, weil es eben von der Baustelle ist, war das richtig schön ausgeleuchtet mit dem Gerüst. Und dann habe ich vorne noch ein blaues Licht hingelegt, weil eben wieder Orange and Teal, ich feiere den Look unnormal und deswegen habe ich den da wieder mit reingebracht. Und da wollte ich den Fokus wirklich nur auf das Gebäude setzen und alles außenrum ein bisschen ins Schwarze ziehen. So, jetzt habt ihr mal mein Edit gesehen. Die Bilder habt ihr schon auf Instagram gesehen, habt schon bewertet. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber der Philipp, der wird jetzt noch sein Edit herzogen. Wir schaffen es halt leider nicht mehr, dass wir ihn drehen, deswegen macht das bei sich zu Hause. Ich mache jetzt auch dort mein Edit. Ich muss sagen, bei den ganzen Naturbildern ist wirklich nicht viel rumgekommen, aber ich muss sagen, so. Ich habe jetzt mal ein bisschen probiert, im Vordergrund ein bisschen zu arbeiten und im Background ein bisschen unscharf zu bekommen, weil die Unschärfe natürlich auch was hermacht. Das Licht vom Sonnenuntergang ist einfach viel besser rausgekommen durch die Unschärfe. Ich habe das Ganze ein bisschen in grün-gelb gehalten und habe da angefangen mit ein bisschen mehr Kontrast, dass einfach das ein bisschen abhebt. Das ist natürlich ein edler Shot, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich clean umgesetzt, im Vordergrund ein bisschen mit rotem Licht gearbeitet und dann wirklich auch mit den laufenden Linien aufeinander gearbeitet. Hier mit dem Fokus auf die Kirche und alles andere ein bisschen dunkler gemacht, hat mir echt gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da oben die Aussicht und mit dem Kran im Vordergrund und zu guter Letzt habe ich da noch einen Shot von einer Wendeltreppe gemacht. Die hat der Alex leider nicht gesehen und da habe ich mich wirklich gedacht, schön und auch wieder mit einem roten Licht im Vordergrund gearbeitet, dass sich das ein bisschen besser abhebt. Und ja, das wären meine Shots. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ihr habt entschieden auf Instagram und jetzt bin ich echt gespannt. Philipp hat es ausgewertet, wie es ausgeht. Die Strafe ist ja ganz üblich, Tabasco. Und ich habe das jetzt mal ausgewertet und die letzten Plätze mit 3% von euren Stimmen belegen Platz 9, Platz 2 und Platz 4 von den Bildern. Und bin dann, ich jetzt sehr gespannt. Ja, also Platz 1 und Platz 3 haben 12%, Platz 8 6%, Platz 10 7%. Platz 7, 21%. Krass. Und die meisten Stimmen. Platz 6, 24%. Ja, das ist heftig. Ja, das ist dein Bild. Die Frage ist, welches Bild das ist. So viel zum Thema. Ich bin natürlich der bessere Fotograf. Das stimmt. Ja, es ist knapp, es ist echt ja, knapp. Ja, es ist echt knapp, ich hab's auch gesehen. Eine Stimme. Dann habe ich jetzt das Vergnügen. Ja, Philipp, wir haben es eh schon hergerichtet. Bitte sehr. Ich habe vorher auf den Karton geschaut, so drei Flammen von fünf. Junge. Viel Spaß. Das ist jetzt aber. Brauchst jetzt schon Milch? So schlimm? Okay, Philipp. Ist doch nicht schlimm. Alter, mich treibt es alles weg. Naja, mit dem Bild, glaube ich, beenden wir das heutige Video. Ja. Philipp, wie fandest du das? Na, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie scharf Tabasco eigentlich ist. Für mich war es das erste Mal. Ja, Junge. Geil. Und schaut auch beim nächsten Video vorbei. Schreibt in die Kommentare, welches Bild ihr am besten vorgefunden habt. Vielleicht musst du auch noch Tabasco trinken, das wäre mir sehr lieb. Und haut rein, bis nächste Woche, abonniert. Genau. Und aktiviert die Glocke. Schöne Woche euch. Genau, bis demnächst. Und Servus in dem Sinne.